Hut an mein Part von Wochenrück. Es ist sehr lange her, der letzte Part kam am 30.10. Also jetzt schon fast 3 Wochen, dass die letzte Wochenrückfolge kam. Es tut mir sehr leid, dass es so viel lange gedauert hat. Aber ich hatte einmal die erste Woche nichts zu sagen, dann die zweite Woche konnte ich zeitlich nicht. Und die dritte Woche ging es mir nicht so gut. Also ich werde jetzt alles auch noch sagen, aber erstmal will ich über die Videos der letzten Wochen reden. Und zwar ist dann das Let's Play I Am Brett K. sagt fertig geworden, was ziemlich cool war. Also es kam auch super bei euch an noch, also die neuen Parts, also insgesamt hat das Projekt 9 Parts bekommen, beziehungsweise hat es 9 Parts und es hat Spaß gemacht. Und irgendwann geht es dann weitergehen, wahrscheinlich so in einem halben Jahr, mit dem nächsten Modus von I Am Brett. Weiter ging es auch mit Go Vacation, da haben wir durchaus noch viele Parts gehabt, also 2 pro Woche, das kam so regelmäßig, wie es sein sollte. TTT kamen auch ein paar Folgen, also die Folgen 49, 50 und 51 sind sehr, sehr gut geworden. Also wenn ihr Bock auf TTT habt und bisschen Lust habt, was stark geschnitten ist und Lustiges anzuschauen, dann schaut auf jeden Fall TTT an, also die Folgen kann ich euch nur ans Herz legen. Dann habe ich mit dem guten Dennis 2 Folgen Rock League Online aufgenommen, und zwar die Folge 16 und Folge 15 und 16. Einmal habe ich über das Projekt Wochenrück geredet, also wenn es euch interessiert, schaue ich das gerne an, und das andere Mal habe ich mit ihm über Haustiere und Nutztiere geredet, weil er eher auf dem Land lebt, ich eher in der Stadt, und da haben wir uns ein bisschen so ausgetauscht. Das ist ein recht interessantes Thema geworden und das Video ist auch ganz gut geworden, könnt ihr euch mal anschauen. Dann habe ich ein Box-Opening hochgeladen von Rocket League und ja, ich habe 11 Kisten geöffnet in dem Part, ist auch ganz nett geworden, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Lust habt auf so ein bisschen Glücksspiel. So, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt tausende Euros nur für Glücksspiel ausgeben würde, aber ich dachte mir so, ja, ich habe jetzt 11 Kisten, dann hole ich mir ein paar Schlüssel, und mir macht es ja auch Spaß, so Kisten zu öffnen, und wenn ich es dann aufnehme, ist es dann noch cooler. Dann passend zur Abstimmung aus dem Part Nummer 15, also Folge 15 von Wochenrück, wollt ihr Videos zu Wii U spielen, da stand es ja dann 4:1, also 5 Leute haben abgestimmt, und ich habe da ein Wii-Spiel aufgenommen und hochgeladen, und zwar das Spiel Lost in Blue Shipwrecked. Das ist ein Wii-Spiel, da ist man auf einer einsamen Insel und muss überleben. Ist eigentlich ganz nett, würde ich sagen. Ich habe auch eine Abstimmung reingemacht, ob man noch mehr von dem Spiel sehen möchte. 4 Leute haben geschrieben, ja, das Spiel sieht super aus. Also wenn ich nochmal die Hand bekomme, würde ich es auch nochmal weiterspielen, so ein Part, oder mal schauen, wie lange ihr noch Bock habt. Am 11.11. kam dann der legendäre Part 100 von Vigo Vacation. Richtig krass. Wir haben jetzt sogar auch die 101 Aufrufe. Ja, herrlich. Da kann ich mich einfach null beschweren. Also beschweren kann man sich normalerweise eher weniger, wenn ihr Bescheid wisst. Und ja, wieder haben wir alle Bungee-Sprung-Stellen gemacht. Und das Video ist auch 53 Minuten 21. Also sehr lange für ein Video. Aber weil es der Part 100 ist, dachte ich mir, ich gönne mir mal richtig. Und euch, damit ihr hier ordentlich was zu sehen habt zur Feier des 100. Parts. Genau. Dann ging es noch weiter. Das kamen noch weitere Parts von Go Vacation. Also ich verlinke euch die Playlist natürlich auch in der Beschreibung. Am 15.11. kam das Video Lustige Skateboards und bunte Farbe, und zwar ein Video von dem Spiel Deck Splash. Das Spiel hat ja eine Free Week, und da hatten sie das Ziel, 100.000 Leute zu finden, die das spielen. Leider, sehr, sehr leid, also es tut mir echt sehr leid, ist diese Grenze nicht überschritten worden, also dieses Minimum, dass es 100.000 Leute sein müssen, und deswegen wird das Spiel eingestellt, was sehr, sehr schade ist. Hat richtig Spaß gemacht, ich habe es mit Korn gespielt, also wenn euch das Spiel Deck Splash interessiert, ein Video konnten wir aufnehmen, beziehungsweise ich habe es stark zusammengeschnitten, aber schaut es euch gerne an. Das Deck Splash Video ist sehr lustig geworden. Streams gab es natürlich auch in den letzten Wochen. Da habe ich einmal Amnesia gestreamt. Also Amnesia, der dritte Stream von Amnesia. Der ist echt gut geworden, und dann noch der Badella-Titten dran, also 5 Stunden lang. Ich finde den sogar einer der besten Amnesia-Streams bisher, weil einfach am meisten Action war, und es hat echt ziemlich hart getaugt. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal reinschauen. Am 10. November, also Freitag vor einer Woche, habe ich dann Rollercoaster Tycoon 3 gestreamt. Und zwar hatte das Spiel vor geraumer Zeit am 4.11. nämlich das 13. Jubiläum, also ist 13 Jahre alt geworden. Und ich dachte mir, Rollercoaster Tycoon 3 war einfach so ein Spiel meiner Kindheit. Das spiele ich und streame ich einfach mal. Habe ich da auch 3,5 Stunden gestreamt. Ist ganz okay geworden. Also das Spiel ist jetzt nicht unbedingt das Beste zum Streamen, aber es ist gut angekommen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da auch ein bisschen reinziehen, was, oder ihr könnt auch das Ende vom Stream anschauen, was für ein Park entstanden ist aus diesen 3,5 Stunden. Ich komme nochmal darauf zu sprechen, warum letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen kein Wochenrück kam. Einmal aus dem Grund, weil es kaum was Neues gab und ich am 4.11. und 5.11. nicht zu Hause war. Und am 5.11. bin ich dann im Zug heimgefahren, hab dann meine leckere Currywurst vom Kochlöffel gegessen. Sie habe ich auch einen Tweet getweetet. Und SRAM Life 1 und 2 gehört, war echt super entspannt, die Zugfahrt. Letztes Wochenende war es eben so, am 10.11. bis zum 12.11. war das Wochenende, war echt super schön. Am Freitag war ich auf einer Party von meiner alten Schule da noch was. Sie hatten da so eine Party, und dann habe ich echt Leute gesehen, die ich schon seit über 5 Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war so ein geiles Gefühl. Es war echt eine super geile Party, die war, wow. Erinnere ich mich gern wieder zurück. Und am 11.11. war ich am Geburtstag von einem Kumpel aus dem Handball. Der hat das ganz groß gefeiert, und es war auch stabil. Also ich bin dann bei beiden Tagen, am ersten und nächsten Tag in der Früh um 5 oder so nach Hause gekommen, ins Bett gekommen, und deswegen habe ich dann ernsthaft keinerlei Kraft gehabt, sage ich mal, um Wochenrück aufzunehmen oder zu schneiden auch, und ich hatte ja auch noch zu lernen.
lernen, also so ist es nicht. Also es war schon ein ziemlich heftiges Wochenende, aber auch ein sehr schönes und sowas muss bei mir auch, und sowas brauche ich auch einfach so zwischendurch neben YouTube und so weiter. Auch mal so ein wirklich privates Wochenende, in dem ich feiern gehe, in dem ich mich einfach richtig jetzt nicht gehen lasse, aber einfach mit meinen Freunden mich treffe, richtig entspanne und hier richtig das Real Life auslebe. Ich habe ein bisschen Golfit mit dem guten Chris gespielt und er hat auch ein Video aufgenommen und das ist auf seinem Kanal schon online, also schaut gerne in der Infokarte, habe ich es wahrscheinlich verlinkt. Es ist ein sehr lustiges Video geworden. Golfit macht echt Spaß und da bin ich ein Gast in seinem Video. Dann habe ich auch mit Korn auch noch Decksplash aufgenommen, das habe ich euch schon gerade erzählt, dass ja einfach RIP, Rest in Peace, Decksplash, sehr schade. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut euch das Decksplash-Video an, am Schluss gibt es dann die ganzen Einblendungen, warum das Spiel eben nicht mehr weiterentwickelt wird. Dann habe ich privat das Spiel Pixel Car durchgespielt, also alle Achievements geschafft und gesammelt und für alle, die gerne Reviews lesen, ich blende hier kurz meine Review ein und ihr könnt das Video kurz pausieren und dann seht ihr, die Review könnt ihr kurz durchlesen. Vielleicht mache ich auch noch ein Video über das Spiel, das werde ich mir noch überlegen, aber wäre sicher möglich oder ich streame es mal, ich weiß noch nicht, werde ich mal schon. Nun kommen wir nochmal zum Amnesia-Stream vom letzten Dienstag zu sprechen und zwar, wie gesagt, der ist mir echt gut gelungen, ohne mich jetzt selbst zu loben und wir sind in Amnesia echt sehr weit vorgekommen und haben einige Rätsel lüften können, was echt Spaß gemacht hat. Außerdem mussten wir es auch häufiger als in anderen Streams vom Monster verstecken und manchmal war es auch recht knapp, aber es war echt lustig, war super Action geladen und wir haben es auch an einer Stelle ein bisschen verarscht, das Monster aus Spaß, das war auch ziemlich lustig. Also ich denke in 2, 3 oder sogar 4 Streams sind wir dann durch mit Amnesia, also wir sind ungefähr bei der Hälfte, wir haben jetzt 3 Streams, sind bei der Hälfte, mal schauen, wie schwer das Ende noch werden wird, aber also mal schauen, wie gut wir uns anstellen und wie weit wir in den Streams dann noch kommen. Also mein Ziel ist es, in Amnesia 2017 noch fertig zu spielen und zu streamen, aber mal schauen, ob es hinhaut. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich jetzt auch nicht traurig. Also ist nicht schlimm, aber ich probiere es, sage ich mal, dass ich jetzt ein paar Abenden dann Amnesia noch streamen werde. Dann im Anschluss vom Amnesia-Stream habe ich dann noch Dead by Daylight gespielt und auf Wunsch von vielen Zuschauern, also von euch, habe ich dann auch mein Glück als Killer probiert. Ich muss sagen, als Killer ist es gar nicht schlecht und mir macht es als Killer sogar auch richtig Spaß. Alleine spiele ich das nicht so gerne, weil ich einfach so denke, ja, ich spiele lieber Survivor, das ist spannender für mich. Aber wenn Leute zuschauen, dann macht es echt Spaß, als Killer auch zu spielen. Und es ist gar nicht so schlecht, wie ich ursprünglich erst dachte. Also ich werde vielleicht in Zukunft öfter als auch mal als Killer spielen. Dann so eine Sache mit Half-Life Opposing Forces. Let's Play sollte ja am 1.11. starten. Dann habe ich mich entschieden, ich mache eine Abstimmung, ob ihr das Spiel als Let's Play oder als Stream-Projekt sehen möchtet. Und es ist ziemlich knapp geworden, also 3 zu 2. 3 Leute wollten es in Stream und 2 in Videoform. Für die 2 Leute tut es mir leid, ich mache es trotzdem jetzt in Streamform, einfach weil das wahrscheinlich schon zu einem großen Anteil an meinem Kanal haben würde. Und Half-Life kann man sehr gut in Streams spielen. Wann ich das streamen werde, weiß ich selber noch nicht genau, das wird sich dann zeigen. Aber wenn ihr mir auf Twitter folgt, da werdet ihr dann nichts verpassen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich Half-Life Opposing Force überhaupt noch in 2017 streame oder erst 2018. Also hat ja keinen Stress. Also ich gehe das Ganze ganz locker an und schaue mal, wie das so worken wird. Dann komme ich nochmal auf den Rollercoaster Tycoon 3 Stream zu sprechen. Und mein Meerschweinchen kriegen, lol. Nee, und zwar hat das Stream echt schon Spaß gemacht, aber ich werde vermutlich in Zukunft keine Rollercoaster Tycoon 3 mehr streamen. Aber vielleicht Planet Coaster würde ich gerne mal streamen und auch mal das nicht ganz so gute Rollercoaster Tycoon World will ich dem ich auch mal einen Stream widmen, einfach um euch zu zeigen, wie, ja, jetzt nicht crappy, aber ja, es ist schon ziemlich schlecht, sag ich mal. Aber ja, das werde ich euch dann auch zeigen, also freut euch auf weitere Streams. Ich werde noch viele verschiedene Spiele streamen. Da in letzter Zeit wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass an manchen Tagen gar kein Video kam. Das Ganze liegt an Zeitmangel und ich bin der Überzeugung, dass ich jetzt meine Videos nicht schnell produzieren und hochladen möchte, sondern ich will schon qualitativ hochwertige Videos haben, dass ich einfach sagen kann, ja, mit den Videos habe ich mich eine Zeit beschäftigt, auf die bin ich stolz und ja, die letzte Woche war ziemlich heftig und mir ging es auch nicht so gut. Das hatte verschiedene Gründe, aber auf die möchte ich jetzt eher nicht eingehen, aber ist auch nicht so wichtig. Jetzt geht wieder besser und ich würde sagen, jetzt geht es relativ normal weiter mit YouTube. Ich kann auch nicht versprechen, dass jeden Tag ein Video kommt, aber ihr werdet ja selber sehen, wann die Videos erscheinen und ja, sagen wir so, ich gebe mein Bestes, mehr Videos als kommen werde ich euch nicht bieten können. Dann wurde ich schon gefragt, ob ich einen eigenen Merch-Shop habe. Ich habe es mir überlegt, ich habe ja ganz früher mal einen Merch-Shop gehabt bei meinem alten Kanal, ich weiß nicht, ob der noch online ist, ich habe keine Ahnung, aber ist auch nicht so wichtig. Ich habe mir überlegt, ja, ich könnte was anbieten, aber dann würde ich das nicht über einen eigenen Merch-Shop machen wollen, sondern ich werde mir was anderes überlegen und zwar möchte ich den Gewinn, also was man halt einnimmt, möchte ich nicht für mich behalten, sondern eher so wie Steckdose zum Beispiel, das dann spenden. Ich will nicht aus Intention Merch anbieten, damit ich Geld mache, sondern ich will einfach Merch anbieten, damit ihr was habt, wenn ihr das kaufen wollt, dass ihr euch freut und die Leute, die halt dann die Spenden bekommen, sich dann auch freuen. Und so dachte ich mir, dass das eine gute Sache ist. Deshalb würde ich es vielleicht so in die Richtung machen. Aber wenn ich dann mehr weiß über einen Merch-Shop, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Nur damit ihr so auch Bescheid wisst. Am 17.11. wollte ich ja eigentlich Left 4 Dead streamen. Habe ich leider nicht machen können, aus verschiedenen Gründen. Ich war völlig fertig. Dann nach der Schule erstmal 2,5 Stunden gepennt. Dann als Stream angeschaut, da komme ich auch gleich noch zu sprechen.
darauf zu sprechen. Sorry an Ghosty und Korn, mit denen ich eigentlich streamen wollte, aber ich habe es einfach körperlich nicht geschafft und heute Abend, ich nehme es gerade am 17.11. auf, würden wir vielleicht noch TOT spielen. Jetzt schauen wir mal, wäre sicher lustig und ich glaube, wenn ich mich vorher beim Stream so sehr verausgaben würde, wäre das auch nicht gut für meine Gesundheit. Dann gibt es seit nach längerer Zeit mal wieder Informationen zu diesem hochaufwendig produzierten Format bzw. Video. Und zwar kann ich dazu sagen, dass es jetzt doch nur an die 5-6 Minuten werden wird, das Video. Aus dem Grund, ich habe mich mit meinem Pro unterhalten, der hat gesagt, ja, hey, das Video so wie es ist, ist eigentlich schon fast perfekt. Du machst noch die paar Sachen und dann passt es. Ich will es gleich länger machen. Und damit gebe ich ihm auch recht. Ich meine, wenn ein Video richtig krass geschnitten ist, also richtig viel Zeit reingesteckt wurde, dann kann es auch mal 5 Minuten sein. Dann ist einem kein Böse, denke ich. Und das Video ist großartig zu strecken und dann wird es eher langweiliger. Und dann dachte ich mir, mache ich lieber mehrere Videos, weil es schon recht hart war, das alles aufzunehmen, zu schneiden und die Stimme noch aufzunehmen und so weiter und so fort. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Ich kann euch mal Decknamen sagen. Also VG ist jetzt erstmal mein geheimer Name, wie ich das Projekt noch nenne. Also den richtigen Namen weiß ich noch nicht. Aber ich denke, dass es so in die Richtung dann gehen wird. Also ich würde sagen, dass das war's. Das war von den ganzen Informationen. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich war jetzt seit 2 Wochen nicht mehr... Ich habe jetzt seit 2 Wochen keinen Wochenrück mehr aufgenommen. Jedoch werdet ihr euch denken, hör, was mit den Empfehlungen los? Die werde ich natürlich auch noch raushauen. Und die Abstimmung kommt auch noch. Aber erstmal die Empfehlungen. Ich habe sehr viele Empfehlungen. Einmal ein Video, und zwar das Video Amnesia The Dark Descent von Flipping Ding Dong. Das ist ein lustiger Cartoon aus dem Jahr 2012, also recht alt schon, das Video. Und da wird das Spiel Amnesia The Dark Descent so ein bisschen aufs Korn genommen, wird ein bisschen so parodiert. Ist ziemlich lustig geworden, hat ein paar gruselige Stellen, also man steckt sich mal. Wenn ihr mal Bock auf eine Amnesia-Parodie habt, dann empfehle ich euch dieses Video. Die nächste Videoempfehlung ist einer YouTuberin, die ich schon relativ lange kenne und mir auch recht sympathisch ist. Und zwar von der Rebecca Gubitzer heißt die. Und die hat das Video Wie bedankt man sich für 500 Abonnenten hochgeladen, ein Abo-Special. Und ich konnte mich in ihrem Video richtig selbst identifizieren, weil sie einfach ein 500 Abonnenten-Special machen wollte und dann auf einmal 600 Abonnenten hatte, so wie ich. Und ich dachte mir so, ja, nice, das ist ja genau dasselbe wie bei mir. Und die ist auch richtig korrekt. Also ich finde die Videos unterhaltsam. Nicht jeder schaut sich gerne Real-Life-Videos von Bloggern an, aber ich finde sie recht sympathisch und ich finde die Videos auch echt unterhaltsam. Nun habe ich noch 2 Stream-Empfehlungen. Und zwar einmal, ja, ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen, die gute Fräulein Jen. Die gute Jenny habe ich ja schon so oft angesprochen, aber ich könnte sie echt in jeder Folge von Wochenrück empfehlen, weil sie einfach zu den beiden Lieblingsstreamerinnen von mir zählt. Und sie ist mit dem Spiel Home Sweet Home durch und mal schauen, was sie als nächstes streamen möchte. Also, wenn ihr Lust habt auf entspannte Abendstreams, dann schaut auf jeden Fall bei der guten Jenny vorbei. Folgt ihr auf Twitch und auf Twitter. Es lohnt sich und da verpasst ihr auch sicher nichts und es macht sehr viel Spaß und vielleicht trefft ihr mich da auch mal, weil ich bin da eigentlich fast immer am Start. Die nächste Stream-Empfehlung ist auch meine Lieblingsstreamerin, also die beiden, die machen beide chillige Streams, sagen wir so. Die Jenny hat schon sehr viel gestreamt, die hat, sagen wir mal, mehr Stream-Erfahrung, aber die ich jetzt ansprechen werde, die gute Nivian, die werdet ihr sicher auch kennen aus Dead by Daylight Videos zum Beispiel, die streamt jetzt auch ab und zu und die hat jetzt mal Teststream gemacht, der ist echt cool geworden, hat ein bisschen PUBG, also PlayerUnknown's Battleground gestreamt, war echt unterhaltsam, hat Spaß gemacht zuzuschauen und folgt ihr auch am besten auf Twitch und auf Twitter, da könnt ihr nichts verpassen und bei den beiden Streamerinnen, sage ich mal, also bei Jenny und bei Nivian, bin ich auf jeden Fall so oft ich kann am Start, weil ich die Streams sehr, sehr gerne schaue und ja, wären ja sonst auch nicht meine beiden Lieblingsstreamerinnen. Für alle, die sich jetzt denken, hey Mari, wo ist denn die Umfrage? Ich vermisse sie. Ja, die gibt's natürlich auch noch und zwar möchte ich euch einfach ganz plump mal fragen, habt ihr Wochenrück vermisst? Stimmt ab, entweder ja, ich habe mich schon gefragt, wo es bleibt oder nein, war mir egal, beziehungsweise hab's gar nicht mitbekommen, nur damit ich so ungefähr Bescheid weiß, wie viel Einfluss dieses Projekt wirklich auf euch und auf den Kanal hat. Aber ich sag, danke fürs Anschauen, bis zur nächsten Folge von Wochenrück. Danke fürs Anschauen, tschüss, euer Zickerflick, tschüss. Eine schöne Woche.